Ein unerwarteter Gast. Na endlich. Eure Gefühle verraten euch. Ich habe eure mörderischen Absichten schon in dem Moment gespürt, als ihr in meine privaten Gemächer eintratet. Euer ungeschützter Geist verrät mir außerdem eure Komplizin. Meine ach so liebende Frau. Sie schickt die liebsten Grüße. Selvanta nutzt jeden aus, mein Kind. Sie ist besessen von Macht. Gerade das hat mich anfangs so betört. Doch es amüsiert mich längst nicht mehr. Ich bin der Tod, mein Kind. Kommt, gebt euch der Dunkelheit hin. Soll ich jetzt Angst haben? Ja, ich habe den Tod meines Ehemannes gespürt. Lord Gratan ist nicht mehr. Welche Freude, sich auszumalen, dass er litt. Ich fand keinen Gefallen daran, ihn zu töten. Mutter, was bedeutet das? Werde ich wirklich zum Herrn dieses Hauses? Du wirst seine Maske tragen und seine Identität annehmen. Aber du bist noch nicht bereit für die Herrschaft, mein Lieber. Die Stimme gehört dir, aber die Worte sind meine. Ich habe lange auf den Tod meines Vaters und den Anspruch auf seine Macht gewartet. Ja, heute ist ein großer Tag. Ihr habt uns gute Dienste geleistet. Vielleicht könntet ihr eure Dankbarkeit auf persönliche Art und Weise zeigen. Das nenne ich forsch. Ihr habt mich von einem unangenehmen Ehemann befreit und mir die Herrschaft über dieses Haus verschafft. Ich zeige euch meine Dankbarkeit. Unter vier Augen. Beelzlied, such dir eine Beschäftigung, ja? Deine Mutter braucht etwas Zeit für sich. Ja, Mutter. Endlich sind wir alleine. So lasst mich meine Dankbarkeit zeigen. Von allen Dingen, die ich für Macht über mich ergehen ließ, war dies wahrlich das geringste Übel. Ihr seid in meiner Kammer immer willkommen, mein Freund. Schließ die Tür nicht ab. Aber das wäre doch langweilig. Und nun verlasst mich. Ich habe viel zu tun, nun da ich über das Haus Gratan herrsche. Ich bin überrascht, dass ihr noch lebt. Ist es erledigt? Ist Gratans Sohn tot? Ihr seid ein herablassender Schwätzer, Ball. Ihr geratet viel zu leicht in Rage. Gratans Sicherheitskräfte müssen miserabel sein, wenn ein plumper Dickkopf wie ihr so einfach in seine Gemächer spazieren und seinen Sohn töten konnte. Euer leeres Gerede amüsiert mich. Mein Lichtschwert wird euch das Lachen austreiben. Es ist gut für meine Tarnung, den Mörder von Gratans Sohn zur Strecke zu bringen. Baras kann euch ja leicht ersetzen. Ihr macht einen gewaltigen Fehler. Ich könnte es leicht allein mit euch aufnehmen, doch ein kluger Mann nutzt jeden Vorteil. Und ich bin ein kluger Mann. Eindringling! Der Eindringling ist hier! Alle Mann zu mir! Angriff! Stopp! Ihr dürft diese wertvollen Daten nicht stehlen! Ich flehe euch an! Wäre ich nicht in Gratans Wissenschaftlerschlafsaal eingeschlossen, würde ich euch selbst entgegentreten. Ich kann nur hoffen, dass die Leidenschaft meines Flehens euch überzeugt. Ich bin Laneta Drog, der Forschungsleiter von Lord Gratans Kybernetikabteilung. Die Daten, die ihr stehlt, sind mein Lebenswerk. Zum Glück ist das nicht mein Problem. Bitte, ihr begreift nicht, wie wichtig meine Arbeit ist. Lasst es mich erklären. Ich bin der Schöpfer von Projekt ARK, automatisch regenerierende Kybernetik. Ich habe mechanische Körperteile erfunden, die wachsen und heilen wie Fleisch und Knochen. Bessere Soldaten zu entwickeln ist eine offensichtliche Einsatzmöglichkeit. Aber mein Traum ist es, diese lebensechten Ersatzgliedmaßen den Kriegsverletzten verfügbar zu machen. Je mächtiger unsere Armee ist, desto schneller fällt die Republik. Was ist mit den gewöhnlichen imperialen Bürgern, die dieser Krieg verstümmelt? Sie zählen doch sicher auch. Lord Gratan hat meine Forschungsunterlagen verschlüsselt, um eine Duplikation zu verhindern. Aber dieser Datenstift wird alles herunterladen und das Original löschen. Ihr habt dann die einzige Kopie. Bitte stehlt die Daten nicht. Erlaubt mir, die Kranken weiterhin zu heilen. Die Unglücklichen zu heilen ist mehr wert als Geld. Wunderbar. Ihr habt meinen Glauben an andere wiederhergestellt. Aber da gibt es noch ein Problem. Solange sie nicht glauben, dass ihr Erfolg hattet, wird wer auch immer euch geschickt hat, es erneut versuchen. Ladet andere Daten von der Konsole herunter. Irgendetwas, ganz egal.
Liefert den Stift wie versprochen ab. Bis euer Kontakt die Wahrheit herausgefunden hat, sind meine echten Daten sicher anderweitig gespeichert. Kann ich bei noch etwas helfen? Mehr als die Gewissheit, dass mein Lebenswerk sicher ist, brauche ich nicht. Nochmals danke. Liefert die falschen Daten ab und alles sollte in Ordnung sein. Ihr seid zurück. Die Kampflaute, die durch die Anlagen hallten, waren Musik für meine Ohren. Ich wollte schon tanzen. Jetzt macht es nicht so spannend. Habt ihr die Kybernetik-Daten heruntergeladen? Werden wir reich? Hier, viel Spaß damit. Endlich! Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Alles an Ort und Stelle. Ich werde die Daten an meine Kontakte senden, damit sie extrahieren und verifizieren können. Es wird Credits regnen, bevor ihr damit rechnet. Ich bin so froh, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt meine Träume wahr werden lassen. Genießt eure Träume, solange sie anhalten. Das habe ich vor. Sobald meine Kontakte die Daten authentifiziert haben, bekommt ihr eine beträchtliche Auszahlung. Hoffen wir, dass wir alles aus der Konsole haben. Großartig. Ihr seid zurück. Ich nehme an, ihr habt die Pläne für die Geschütze. Ich kann es kaum erwarten, sie mir anzusehen und sie dem Imperium zu bringen. Diese Geschütze waren unmenschlich. Was? Diese Pläne hätten eine Revolution für die imperiale Personenabwehr bedeutet. Ich bin sehr enttäuscht. Sehr. Denn nun muss ich berichten, dass meine Mission fehlgeschlagen ist. Und das ist eure Schuld. Meine Schuld? Ich gehöre zu den Sith-Captain. Ich tue, was ich will. Ja, es tut mir leid, ich wollte euch nicht beleidigen. Ich habe mich im Ton vergriffen. Wenn ihr mich entschuldigen wollt, vielleicht kann ich die Mission noch retten. Dieses Chaos beseitigen. Meine Haut retten, ihr wisst schon. Ich hörte, dass auf Gratans Anwesen so einiges los war. Nicht viele marschieren da so einfach rein und raus. Aber ich sehe meine Jungs nicht. Sagt mir, was ihr vorgefunden habt. Neugier kann großen Schaden anrichten. War es wirklich so schlimm? Ich hörte Gerüchte über Gratans widerwärtige Methoden und ich habe einen starken Magen, aber dennoch, mir ist übel. Ich hatte gehofft, alles würde gut enden. Wie dumm ich doch war. Sie haben nicht gelitten. Dafür habe ich gesorgt. Es war das Mindeste, was ich tun konnte. Wirklich? Ich weiß das zu schätzen. Es musste wohl sein. Ihr habt die Informationen beschafft, die ich haben wollte, und euer Geld verdient. Nehmt es. Ein paar Credits werden Ihnen nicht fehlen. Jetzt muss ich Ihre Familien benachrichtigen und Ihre Habe nach Hause schicken. Dann brauche ich neue Rekruten. Viel Erfolg. Ich danke euch. Habt ihr euch im Dschungel verirrt? Das tut mir leid für euch. Aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort. Man hat mir dieses Zeichen gegeben. Sagt euch das was? Ich bin nicht sicher. Ah, ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Wo sind wir hier? Dies hier ist unsere Zuflucht. Erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Wer ist denn der Meister? Unser Anführer, Gründer und Lehrer. Lernt von Revan und ihr erfahrt mehr über ihn. Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Was heißt das, wiedergeboren? Was passierte zum Schluss mit Revan? Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von Neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Drom und Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Ich glaube nicht, dass es in diesem Kult nur ums Lernen geht. Wir lernen, besser und mächtiger zu werden. Das Imperium unterstützt uns nicht offen, aber wir glauben an seinen Weg. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten.
Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten. Dann freue ich mich aufs Lernen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer. Revaniter, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Kommt her. Kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines. Ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit, für uns zu sterben? Ich habe kein Wort verstanden. Denkt gut nach. Denn jeder Revaniter muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? So oder so bin ich bereit, es herauszufinden. Vor uns liegt ein Pfad. Unter diesem Pfad liegt eine Höhle. Und die ist Darth Revan gewidmet. Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren, neu erschaffen. Ich muss mehr darüber erfahren. Geht nur. Ihr werdet schon sehen. Der Pfad ist hier. Die Höhle ist eine andere Sache. Je schwieriger, desto besser. Denkt daran. Es geht nicht ums Überleben. Vertraut dem Weg von Darth Revan. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Geht nun und kommt wieder, wenn ihr das Ende der Höhle erreicht habt. Ihr seid zurück, tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Aber natürlich, nur zu. Ihr seid jetzt frei. Frei von allem, was ihr einmal wart. Genießt den Augenblick, er kommt nie wieder. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? So, als hätte ich noch nie getötet. Ihr habt es gut gemacht. Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten. Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Ich kann ihn nicht brechen! Ich spüre euren Zorn, Meister. Ein blinder, tauber, komatöser Patient nach einer Lobotomie könnte meinen Zorn spüren. Jetzt habe ich ernsthaft Angst. Das ist unmöglich. Eine unbekannte Macht beschützt diesen Mann, was meinen Verdacht nur bestätigt. Dieser Agent der Republik ist der Schlüssel zu unserer Bedrohung. Ich baue auf meine Wut und Frustration. Sie bringen mir sicher die Antwort. Weckt mich, wenn ihr sie habt. Eines Tages wird deine Unverschämtheit dein Untergang sein. Ich würde dich bestrafen, wenn dein Fortschritt nicht so befriedigend wäre. Nun, es verbreitet sich die Kunde, dass Lord Gratan über die Ermordung seines geheimen Sohns erzürnt ist. Ich nehme an, das war dein Werk. Nachdem ich mit seinem Sohn fertig war, habe ich ein wenig Zeit mit Lady Gratan verbracht. Eine weitere Erniedrigung für ihn. Ah, mein junger Schüler, du hast mich soeben erheitert. Ich habe nichts von Drickil Ball gehört, meinem Agenten in Gratans Lager. Er hat eine vereinbarte Übertragung verpasst. Lass mich raten.
Er hat dir Schwierigkeiten bereitet. Er ließ mir keine Wahl, Meister. Ich musste ihn töten. Kein Problem. Er hat seinen obersten Zweck erfüllt. Jeder Sith muss seinen Aufstieg selbst orchestrieren. Nun, zurück zu meinen Gefangenen. Es gibt noch eine Möglichkeit, ihn zu brechen. Ich dachte, es sei unmöglich, aber es gibt eine kleine Chance, dass du es schaffst. Vor über 1000 Jahren hat der Imperator Drohmund Kaas vereinnahmt und den Tempel der dunklen Seite zum Zentrum der dunklen Macht gemacht. Im Innern des Tempels hat er grauenvolle Experimente durchgeführt, die das Wissen und die Lebensenergie aller großen Sith-Lords seiner Zeit aufgesaugt haben. Er hat seine eigenen Lords vernichtet? Sie existierten, um ihrem Meister zu dienen. Und genau das taten sie. Er hat sie genutzt, um unsterblich und allwissend zu werden. Der Imperator hat ein Gerät erschaffen, den Brecher, der den Geist eines Opfers verzehrt und dessen größte Geheimnisse offenbart. Niemand konnte dem Brecher standhalten. Selbst die stärksten Sith-Lords berichteten dem Imperator alles, was er wissen wollte. Lasst mich raten, ich soll den Brecher holen. Es ist vielleicht meine einzige Chance, diesen republikanischen Wurm in die Knie zu zwingen. Der Imperator hält den Brecher im Tempel der dunklen Seite versteckt, der zu einer Todesfalle geworden ist. Es besteht die Möglichkeit, dass die Schrecken dort zu groß sind. Doch dein Leben ist es mir wert. Die Legenden beschreiben eine geheime Kammer in den Tiefen des Tempels der dunklen Seite. Dort soll der Brecher sein. Du wirst das Gerät anhand der Inschrift erkennen. Sei schnell, mein Schüler. Wisst ihr, ich war schon als kleines Kind Sklavin, bevor ich freikam. Kommt alles wieder zu einem zurück, was? Viele deines Volkes werden zu Sklaven geboren. Ist es das, was dir geschehen ist? Fast. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden geschnappt, als ich klein war. Ich erinnere mich kaum daran. Wir haben in den Minen auf Rylod gearbeitet. Dann wurden wir getrennt. Ich wurde an einen Rodianer verkauft, dann an einen Hutten, dann an irgendein merkwürdiges, dreieugiges Etwas. Und all das, als du noch ein Kind warst? Ja, ich war 7 oder 8, als ich bei Dreiauge gelandet bin. Wie dem auch sei. Ich schätze, man weiß, dass man zu viel rumgekommen ist, wenn sich das Schiff eines Sith wie ein Zuhause anfühlt. Du hast gelernt, dich anzupassen. Das ist gut. Das Beste aus der Situation machen, was? Danke für das Gespräch. Könnt ihr es spüren, mein Sith-Lord? Da draußen ist etwas. Ich wünschte, ich würde es mir einbilden. Aber ich weiß, dass es real ist. Entschuldigt bitte. Diese langen Nachtschichten bei den Ausgrabungen des Tempels der dunklen Seite haben ihre Spuren hinterlassen. Ich bin Major Swain Lothar, Imperialer Bergungsdienst. Mein Team hat an einer nahegelegenen Ausgrabungsstelle mehrere bedeutende Artefakte gefunden. Seitdem geht alles schief. Vielleicht hat euer Team etwas exhumiert. Sie haben nichts dergleichen berichtet, nur über die Artefakte. Und dann über die mysteriösen Besucher. Zuerst waren da seltsame Geräusche im Tempel. Dann lauerten Gestalten in der Nähe. Meinem Team hat das nicht gefallen, aber ich habe ihnen befohlen, weiterzumachen. Sie müssten schon seit Tagen wieder zurück sein und ich schulde Lord Dune einen Bericht. Aber ich selbst kann nicht nachsehen gehen. Jemand muss sie finden und die Artefakte sichern. Ihr werdet diese Artefakte schon bald in euren Händen halten. Danke. Ich war schon fast so weit, die ganze Ausgrabung als Misserfolg abzuschreiben. Mein Team ist immer noch in den Höhlen. Was auch passiert ist, bitte bringt die Relikte zu Lord Dune. Er leitet ein kleines Lager beim Tempel der dunklen Seite. Ich habe nur einen Augenblick, um mich auszuruhen. Diese Dinge aus dem Tempel der dunklen Seite greifen wieder an. Jess denkt, die Artefakte ziehen sie an. Da hat er wohl recht. In dem Moment, als wir uns zum Aufbruch bereit machten, sind sie durchgedreht. Es ist Zeit, sich ihnen zu stellen. Wenn diese Irren unsere Relikte haben wollen, müssen sie uns schon töten. Ich habe 3 Expeditionen in den Tempel der dunklen Seite geschickt.
Keine kam zurück. Ich weiß nicht sicher, was los ist, aber wer dort hineingeht, der kommt nicht wieder raus. Woher diese Schlussfolgerung? Vor den Lauten, die ich dort gehört habe, würde sogar ein Rancor fliehen, wenn er genug Grips dazu hätte. Ihr könnt den Tempel der dunklen Seite überleben. Ich bitte euch, mir und dem Imperium einen Gefallen zu tun. Die Leute, die ich hineinschickte, haben bestimmte Daten gesucht. Sie waren verzichtbar, größtenteils Sklaven. Aber die Daten sind wichtig. Ihr seid nicht befugt, mir Befehle zu erteilen. Da habt ihr recht. Doch bedenkt bitte, dass ihr dem Imperium einen großen Gefallen damit hättet. Man würde euch fürstlich belohnen. Ich verlange ja nur, dass ihr die Daten findet, die gesammelt wurden. Wenn ihr nur Leichen vorfindet, bringt mir die Datenpads. Die Informationen sind für weitere Bauvorhaben auf Dromund Kaas wichtig. Bitte helft mir. Wenn meine Zeit es zulässt. Ich markiere euch auf der Karte, von wo aus ich zuletzt von der Expedition hörte. Mehr kann ich nicht tun. Endlich hat der Rat der Sith meine Bitten erhört und einen starken Sith-Kämpfer geschickt, um den Tempel zu sichern. Ich bin nicht hier, um den Tempel zu sichern. Natürlich, sie haben mich wieder ignoriert. Wie dumm von mir. Ihr seid aber hier und somit befugt, den Tempel der dunklen Seite zu betreten. Ihr könntet diesen Planeten trotzdem retten. Wovon schwafelt ihr da, alter Mann? Ihr kommt euch wohl sehr mutig vor. Oder spürt ihr nur meine Schwäche? Aber nicht alles lässt mit dem Alter nach. Der Tempel der dunklen Seite ist uralt. Er wurde während einer früheren Inkarnation unseres Imperiums errichtet. Vor 1000 Jahren begrub unser Imperator hier seine Feinde. Diese Feinde sind selbst im Tod noch mächtig. Darum wurde der Tempel versiegelt. Aber nun ist etwas Schreckliches passiert. Irgendein Idiot hat sie aufgeweckt? Als der Imperator sich anderen Angelegenheiten widmen musste, suchte eine Gruppe ehrgeiziger, aber unwissender Sith Macht zu erlangen, indem sie den Tempel plünderten. Die gesuchten Reliquien fanden sie nicht. Stattdessen erweckten sie einen uralten Sith-Lord, Lord Kallik. Die gesamte Expedition fiel dem Wahnsinn anheim. Werde ich auch verrückt, wenn ich da reingehe? Nicht unbedingt. Die meisten hinterhergeschickten Truppen wurden einfach nur abgeschlachtet. Lord Kallik starb in einem Hinterhalt und wusste wohl nichts von seinem Tod, als er aufwachte. Seine Erwartungen wurden zur Realität für seine Umgebung. Seine Macht überwältigte alle im Tempel. Und selbst jetzt bekämpfen sich die Arbeiter, halten sich für Sith Lords und beziehen ihre schrecklichen Kräfte von Lord Kallik selbst. Ich verliere sehr schnell das Interesse. Ihr habt Glück, dass ich mich in diesen dunklen Zeiten an niemand anderen wenden kann. Es gibt noch andere uralte Sith Lords, deren Geister im Tempel schlief. Wenn diese alten Sith Lords von all der Gewalt erwachen, könnten sie Dromund Kaas überrennen. Vielleicht passiert ja gar nichts. Der Optimismus der Jugend hilft uns hier nicht weiter. Ich habe die Grabkammern drinnen untersucht. Sie sind alle nach demselben alten Muster gebaut. Das hilft uns weiter. Wenn ihr die 500 Kilo schweren Türangeln an jeder Gruft verschweißt, wird selbst der heftigste Angriff die Alten nicht mehr aufwecken. Was muss getan werden? Das Team, das ich bereits hineingeschickt habe, benutzte einen massiven Schweißbrenner. Effektiv, aber langsam. Sie sind nicht weit gekommen. Ihr müsst den Schweißbrenner finden und die Türen der Alten versiegeln. Euer Archäologenteam ist tot. Es starb für die Relikte, die es entdeckt hatte. Ich habe sie jetzt. Interessant. Die Präsenz des Tempels der dunklen Seite ist nach wie vor überraschend und faszinierend. Ich werde die Artefakte für zukünftige Studien in Sicherheit bringen. Es ist eine Schande, dass wir ein komplettes Team verloren haben. Zumindest war es keine vollständige Niederlage. Immerhin haben wir, weswegen wir gekommen sind. Immer gern zu Diensten. Welche Geheimnisse auch immer diese Stücke bergen, wir werden sie finden. Ich danke euch. Wagst du es, vor den großen Lord der Sith, Nil Veneris, zu treten, den Meister der immerwährenden Finsternis? Antworte mir! Welche Unverschämtheit führt dich zu mir, Sklave? Ich bin zu weit gegangen. Verzeihung. Dann sei vorsichtig! Nil Veneris ist der Herr aller Reiche, der Meister der Macht.
Du bist nichts vor seinen Augen. Nun sag mir, Schwächling, wer schickt dich her und weswegen? Mich schickt der Meister der Datensammlungsexpeditionen. Daten? Daten? Vielleicht kann ich dir helfen, diese Daten zu sammeln. Meine Anhänger forschen viel in den Katakomben. Doch die Hilfe des großen Lord Veneris hat ihren Preis. Ich habe verstanden. Hör gut zu. Ich will mich von der Forschung meiner Anhänger trennen, aber du musst etwas für mich tun. Nil Veneris hat viele Feinde und sie haben mir meine Symbole der Macht gestohlen. Ich will, dass du ins feindliche Gebiet eindringst und mir die Symbole zurückholst. Woran erkenne ich diese Symbole denn? Es sind alte Objekte, die das Zeichen von Nil Veneris tragen. Geh jetzt! Du bekommst deine Daten, wenn du meine Symbole der Macht herbringst. Tretet ein und hört mir zu. Ihr braucht nicht zu knien. Das würde mir keine Freude bereiten. Ihr habt also endlich unseren verborgenen Tempel gefunden. Es war auch an der Zeit. Die Anhänger des Dunklen Weges bekämpfen meine Getreuen. Und eure Grausamkeit wird gebraucht. Verborgen ist der Tempel gerade nicht. Es gibt da einen Weg von Car City aus. Wollt ihr mich verspotten? Niemand findet diesen Tempel oder diesen Planeten zufällig und ohne meine Erlaubnis. Denn ich bin Lord Farschol. Ich habe den Bau dieses Tempels überwacht und seither den Dschungel regiert. Jetzt werdet ihr mir dienen. Ihr seht aus wie ein Arbeiter, nicht wie ein Sith. Meine Gewänder und meinen Helm habe ich Lord Vakuus im Kampf abgenommen. Mein Lichtschwert brennt mit Sternenlicht. Und ihr wagt es, mich in Frage zu stellen? Tut jetzt, was ich sage. Und die Schätze des Tempels gehören euch. Die Lehren des Dunklen Weges haben meine Schülerin Anyara fortgelockt. Aber sie kommt zurück. Ihr werdet sie für mich aus den Tiefen des Tempels holen. Wie kann man hier im Tempel überhaupt überleben? Was meint ihr damit? Viele leben im Tempel. Er ist unsere einzige Zuflucht in dieser grauenvollen Welt. Ich weiß nicht, wie meine Rivalen an meine Schülerin gekommen sind, aber ich weiß, wo sie jetzt ist. Der dunkle Weg versteckt sich in der Nähe. Tötet die Anhänger des dunklen Weges. Kämpft euch zu ihrem Altar durch. Dann muss Anyara sich euch stellen. Tut das. Oder meine Macht wird euch strafen. Jawohl, Lord Farschol. Die Anhänger des dunklen Weges sind nicht weit von hier. Geht. Ich werde auf euch warten. Hallo, Fremder. Mein interner Chronometer sagt mir, dass dieses Hologramm vor genau 963 Jahren erstellt wurde. Haben die Sith wirklich so lange in Furcht vor mir gelebt? Wieso sollten die Sith euch fürchten? So sind die Sith. Ihre Leidenschaften, besonders ihre Furcht, nähren ihre Kraft. Eine Kraft, die noch mehr Furcht verursacht. Wie so viele vor mir forderte ich den Imperator heraus und wurde in diesem Tempel begraben. Zum Glück hatte ich gerade noch genug Zeit, dies hier zu erstellen. Ein interaktives Bild, das meine Geheimnisse demjenigen enthüllt, der mein Grab findet und öffnet. Ich habe euer Grab geöffnet. Dann enthüllt mal. Geduld. Dann wird alles klar werden. Es ist die Art der Sith, die Macht durch mächtige Emotionen zu bündeln. Furcht ist die wichtigste davon. Die Sith zehren von spürbarer Angst. Was ist dann das Geheimnis? Es ist nur eine Lüge. Furcht ist eine Lüge. Leidenschaft eine Lüge. Furcht verleiht vorübergehende Macht und Leidenschaft kann leicht manipuliert werden. Wirkliche Stärke entspringt aus der Macht, wenn man sich nicht länger fürchtet. Man kann die Furcht vertreiben, wenn man seine Gier besiegt. Die Gier nach Einfluss, nach Besitz, nach dem Leben selbst und sich von der Macht leiten lässt. Es gibt nur die Macht. Das passt nicht zu der Sith-Philosophie, wie ich sie kenne. Die Sith-Philosophie behauptet, die Ketten ihrer Anhänger zu sprengen. Doch stattdessen kettet sie sie an ihre eigene Furcht. Was ich gelernt habe, lebt nur noch durch dieses Bild und sein Gerät fort. Ich bin jetzt eins mit der Macht, auf ewig und in Frieden. Nehmt sie, bringt meine Lehren zu den Sith. Sie finden Kraft darin, aber eine andere Art, nicht aus der Dunkelheit, sondern aus dem Licht. Die Welt muss erfahren, was ihr gelernt habt. Gut. Die Sith sollten es wissen. Furcht ist nicht der einzige Weg. Was mich betrifft,
So ist meine Nachricht vollendet. Ich werde euch jetzt verlassen.